Willkommen, meine Damen und Herren, zum dritten Wirtschaftstalk Köln hier im Kometsaal in Köln. Und natürlich auch herzlich willkommen zu Hause oder im Büro oder wo Sie uns gerade schauen, per Facebook Live oder per YouTube. Veränderungen sind ja grundsätzlich nicht schlecht. Aber wenn man verändern muss, merkt man vielleicht, wie viele schlechte Angewohnheiten sich bei einem angesammelt haben. In der Wirtschaft heißt das Transformation. Wir leben in unsicheren Zeiten. Der technisch-wirtschaftlich-soziale Wandel ist im vollen Gang und wir wissen noch nicht, wo er uns hinführen wird. Der Wandel, die Welt wandelt sich und sie wandelt sich immer schneller. Vielleicht haben Sie diese Erfahrung auch schon mal gemacht. Transformation ist das Stichwort, das diesen Wandel beschreibt. Transformation bezeichnet einen langfristigen, mehrere Jahrzehnte andauernden Lern- und Suchprozess, der mit vielen Unsicherheiten verbunden ist. All das kostet Geld. Die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, hat kürzlich geschätzt, dass deutsche Unternehmen bis zum Jahre 2045 jedes Jahr 120 Milliarden Euro investieren müssen, um die Wirtschaft klimaneutral zu machen. Eine weitere, wie ich finde, unglaubliche Zahl. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers legt nahe, dass pro Jahr bis zu 344 Milliarden Euro investiert werden müssen, um die deutsche Wirtschaft zu digitalisieren. Das heißt, unterm Strich macht zusammen also jährliche Investitionen von bis zu 500 Milliarden Euro alleine in Deutschland. Wir gehen heute mit Ihnen hier im Saal und auch mit Ihnen zu Hause oder im Büro in medias res und reden darüber, wie wir die vielen Aufgaben, die vor uns liegen, umsetzen und bezahlen können oder wollen oder müssen. Mit dabei sind heute Dr. Markus De Mari vom IW Köln, dem Institut der deutschen Wirtschaft. Er ist dort Senior Economist, also ein leitender Ökonom, der sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie viel die Transformation kostet und wer es bezahlen soll. Guten Abend, Herr De Mari. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin da raus, 500 Milliarden habe ich nicht. Ist das eine Zahl, bei der Sie so inhaltlich mitgehen, die ich gerade so ein bisschen skizziert habe? Es gibt ja verschiedene Studien, die beziffern, wie viel der Staat investieren muss in Infrastruktur, wie viel die Unternehmen in neue Prozesse, in neue Maschinen und Anlagen investieren müssen. Die haben ja alle gemeinsam, dass es um riesige Summen geht. Und ich glaube, was es zeigt, ist, dass da kommen große Herausforderungen auf uns zu. Herausforderungen hat aber auch was Gutes. Es kommen auch viele neue Ideen, neue Produkte, neue Prozesse. Insgesamt glaube ich, die Wirtschaft wird klimaneutraler, sie wird digitaler, aber sie wird auch durch die Investitionen, sie wird auch wettbewerbsfähiger. Sie gucken gar nicht so schwarz in die Zukunft, darüber werden wir auch sprechen, habe ich mir so vorgestellt. Es gibt auch viele Chancen, die dabei sind. Schön, dass Sie da sind. Tahsin Dac, Gründer und CEO, also Geschäftsführer der Pabex Sales GmbH in Köln. Sie stellen Verpackungslösungen aus nachwachsenden Rohstoffen her und nähern sich auch in der Produktion den Zielen der Klimaneutralität. Guten Abend, Herr Dac. Ja, vielen Dank, dass wir sind da. Dankeschön. Danke. Ja, ursprünglich, Herr Dac, ursprünglich wären Sie heute Abend im Schokoladenmuseum gewesen. Ja. Sie sind aktuell mit Ihrer Firma, haben einen Stand auf der Schokotech in der Kölnmesse, ein internationaler Schokoladenkongress. Ich versuche Ihnen mal so ein bisschen den Abend direkt am Anfang schon zu versüßen. Ich bin auf dem Weg, als ich hier hinfuhr, am Schokoladenmuseum vorbeigekommen und habe Ihnen mal eine Schokolade mitgebracht. Die ist für Sie, vielleicht erst nach der Sendung essen und selbstverständlich natürlich auch ein vorweihnachtliches kleines Präsent. Dankeschön. Natürlich auch unsere Anwesenheit. Vielen Dank. Das haben Sie an Dac zu verdanken, weil wir wären normalerweise im Schokoladenmuseum. Genau. Vielen Dank. Hallöchen steht da drauf, toll. Hallöchen, ja. Ist das vernünftig verpackt? Tatsächlich, das ist noch okay, also ist im Rahmen. Ja? Ja, hätte ich auch so gemacht. Ach so, okay. Ist ja kein Plastik oder sonst was. Wir haben ein paar Beispiele, was Sie da wie verpacken können und schon verpacken und darauf werden wir später auch eingehen. Danke. Sabria David ist mit dabei, Digitalphilosophin, Buchautorin und unter anderem ehemalige Aufsichtsrätin von Wikimedia Deutschland. Guten Abend, Frau David. Guten Abend, Herr David. Also ich muss schon sagen, das ist für mich was ganz Besonderes heute Abend, weil wenn ich Frau David sage oder denke, dann ist das eher meine Mutter oder meine Frau. Haben Sie Verbindungen nach
Bielefeld, die Stadt, die es angeblich gar nicht geben soll, weil da komme ich gebürtig her. Also wir sind auf jeden Fall, glaube ich, nicht verwandt. Das würde ich insofern, also... Wie können Sie das direkt so abstreiten? Achso, aber das ist für Sie klar, wir sind ja... Dann nehmen wir das mal. Ja, vielleicht wissen Sie mehr als ich, aber ich glaube nicht. Nee, ich dachte, ich erfahre mehr von Ihnen. Digitale Transformation und Ethik, das sind so Ihre Schwerpunkte und Sie waren mal bei Wikimedia, ich habe es gerade gesagt. Ja. Viele kennen ja Wikipedia, diese Enzyklopädie, diese frei zugängliche. Was macht aber Wikimedia? Ja, Wikipedia kennt ja jeder, das denke ich mir manchmal, wenn ich im Bus sitze und jeder hier kennt Wikipedia. Wikimedia ist die Organisation im Hintergrund, weil natürlich Wikipedia ist ein ehrenamtliches Projekt. Jeder von Ihnen kann da beitragen, wenn er einen Fehler findet, aber natürlich muss es auch Server geben und es muss Software geben und es muss Infrastruktur geben. Und nachdem Jimmy Wales damals Wikipedia gegründet hat, 2001, hat er dann doch 2003 die Wikimedia Foundation in San Francisco gegründet und 3 Monate später ist schon das Deutsche Wikimedia Deutschland gegründet worden. Das ist ein gemeinnütziger Verein und der hat inzwischen 100.000 Mitglieder und ja, wir stellen sozusagen den Nährboden her, damit das alles gut wachsen kann. Haben wir verstanden? Wieder was gelernt. Danke, ja, Frau David. Man lernt nie aus, lebenslanges Lernen. Absolut. Und Stefan Ortolf ist mit dabei, Vorstand für Firmenkunden, institutionelle Kunden und Treasury der Sparkasse Köln-Bonn. Guten Abend, Herr Ortolf. Hallo. Ich musste Treasury nachschlagen und da kam bei Google raus Schatzkammer. Ja. Das war mir jetzt neu. Hat die Sparkasse Köln-Bonn eine Schatzkammer? Ich hatte das bisher im Dom verortet. Wussten Sie das gar nicht? Nein. Nein, Treasury meint tatsächlich die Refinanzierung der Bank. Also so gerne wir ja Geld ausleihen, um Innovation zu finanzieren, Transformation zu finanzieren, Geschäft zu finanzieren. Irgendwo müssen wir es ja auch herleihen. Und das Treasury umschreibt sozusagen den Prozess des Geldleihens und dann später weiterverteilens. Gut. Transformation gestalten, Strategie und Finanzierung, das ist unser heutiges Thema. Die Transformation eines Unternehmens in Deutschland ist ein komplexer Prozess, der viel Anpassung erfordert. Fangen wir mal grundsätzlich an. Warum ist Transformation, dieser komplexe Wandel überhaupt so wichtig und so notwendig, Herr De Mari? Naja, zum einen, weil ja es politische Ziele gibt hin zu Klimaneutralität. Das ist gesetzt mit einem Datum, bis wann Unternehmen klimaneutral werden müssen. Es gibt noch ein paar weitere Ziele, die noch kommen. Biodiversität ist so ein Thema, was noch kommen wird. Unternehmen müssen auch digitaler werden. Schauen Sie sich mal die Konkurrenz aus den USA an. Einige Unternehmen haben da bereits so gut wie Monopolstellung, da müssen wir auch mithalten können. Also es gibt auch Wettbewerbsdruck, sich zu verändern. Und die Zukunft wird nun mal digital und ökologisch nachhaltig und klimaneutral sein. Und da muss jedes Unternehmen mitmachen. Einige müssen mehr machen, einige müssen weniger machen. In Abhängigkeit des Geschäftsmodells. Wer viel CO2 emittiert, muss mehr machen als jemand, der wenig CO2 emittiert. Aber auf jeden kommen Veränderungen zu. Frau David, wie ist es für Sie? Warum so wichtig und notwendig aus Ihrer Sicht? Ja, aus meiner Sicht, ich glaube natürlich, die Politik hat Ziele gesetzt, aber das ist ja nicht der Hauptgrund, also weil die Politik ja eigentlich auch ungerne Veränderungsziele rausgibt. Ja, die Politik macht natürlich auch lieber, wir machen alles weiter wie bisher, also sieht man ja in der Infrastruktur, ne, so lieber tun wir erstmal nichts. Und deswegen kann man davon ausgehen, wenn die Politik Ziele setzt, und zwar egal welche Parteien, in die Richtung, dann ist, glaube ich, schon wirklich Not am Mann, weil sonst würden die das gar nicht machen, weil keiner hat Lust auf Transformation, das haben sie ja schon gesagt. Und es läuft ja schon seit Jahrzehnten darauf zu, dass so, wie wir gelebt und gewirtschaftet haben, nicht mehr weiter funktioniert. Mhm. Also ich stelle mir manchmal vor, Donella und Dennis Meadows, die damals den Club of Rome, die Studie da, Grenzen des Wachstums 1972 war das. Ich würde sagen, paar 70er, aber ja. Und
Ja, da war ja eigentlich klar, in einem begrenzten System kann es kein unbegrenztes Wachstum geben. Also da muss man jetzt ja kein Wirtschaftswissenschaftler für sein, dass das nicht geht. Aber solange es noch geht, hat man es halt weitergemacht. So. Und ja, je länger man damit wartet, umso größer sind die Schritte, die man machen muss, um es wieder umzubiegen. Das ist ein bisschen die Lage, in der wir gerade sind. Herr Otto, wie sehen Sie es? Warum ist Transformation so wichtig für Unternehmen in Deutschland und auch in der Region? Bisschen was haben wir eben schon gehört. Ne? Klar gibt es da diese Ziele und auch regulatorische Vorgaben, die zu erfüllen sind. Ich glaube aber darüber hinaus, mal ganz global drauf geschaut, ist natürlich auch wichtig, dass wir diesen Planeten erhalten, wie er ist für die Generationen, die danach uns kommen. Das soll jetzt nicht zu philosophisch klingen, aber ich glaube, darum geht es eigentlich. Mhm. Und ich habe manchmal in der Debatte die Sorge, dass dieser eigentliche Zweck abhanden kommt, weil man so viel in diesen Regulierungsthemen denkt, dass dadurch auch die Freude an dem Thema, die es eigentlich verdient hätte als großes Thema, ein Stück weit verloren geht. Ne? Im Moment beobachten wir tatsächlich, bin gespannt, ob sich das auch mit Ihren Forschungen beispielsweise deckt, dass die Unternehmen sich leider in Sachen Transformation ein bisschen stärker zurückhalten, als wir es noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren schon erlebt haben. Das mag wahrscheinlich stark mit der wirtschaftlichen Unsicherheit zusammenhängen, nicht nur wirtschaftlich, auch politisch, ob das jetzt in unserem Land ist oder auch in Amerika oder anderen Nationen, Frankreich könnte man auch anführen. Aber das ist schon eine Beobachtung, die wir im Moment haben. Und eigentlich ist es schade, dass es so ist, weil ich würde mich da Ihnen anschließen, Frau David. Man muss jetzt eigentlich loslaufen, wenn man es nicht schon ist, und sich diesem Thema widmen, auch um langfristig wettbewerbsfähig zu sein. Und das führt vielleicht auch wieder auf Ihre Frage zurück. Ich glaube, für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ist es auch total wichtig, sich dem Thema einfach zu widmen. Dass sich da vielleicht manche Unternehmen so ein bisschen zurückhaltend gerade äußern oder verhalten, da kommen wir gleich auch drauf. Da brauchen wir gleich auch nochmal Ihre Einschätzung auch, Herr Di Mari. Aber zuvor Herr Dack, ja, Transformation, wichtig und notwendig, sind wir uns einig. Aber warum so ganz besonders aus Ihrer Sicht? Wie würden Sie es beschreiben als Unternehmer? Ja, also aus Unternehmersicht ist es natürlich spannend, was da alleine bei mir so die letzten 11 Jahre passiert ist. Also ich habe ja quasi diesen ganzen Durchlauf so ein bisschen mitbekommen, wie die Debatte mit ESG und Sustainability und Ressourcenknappheit. Ne? Also wir haben ja jetzt gerade gehört, es wird immer mehr. Das heißt, immer mehr Menschen bedeutet immer mehr Konsumverhalten. Immer mehr Konsumverhalten bedeutet immer mehr Verpackungen beispielsweise. So, endlich ist das Ganze nicht. Das heißt, auch der Gesetzgeber ist jetzt natürlich in der Bringschuld, um mal irgendwie die ganzen Streams zu definieren, damit halt auch wieder aus Ressourcen hergestellt werden können. Und schlichtweg, mein Unternehmen würde es nicht geben, wenn dieser Druck vom Politik, Gesellschaft nicht da wäre. Ne? Das heißt im Endeffekt, ja, Klimaneutralität, wichtig. Aber ich würde tatsächlich eher so unterzeichnen, dass man sagt, egal wie groß das Unternehmen ist, wenn wir kollektiv eine Richtung gehen wollen, und das sagt ja Europa, wir wollen klimaneutraler werden, dann muss jedes Unternehmen gleich behandelt werden. Es kann also nicht angehen, dass das große Unternehmen sich da beispielsweise CO2-Credits kauft und sich damit dann freischäffelt sozusagen, ne? Weißere Weste oder grünere Weste. Und das passiert gerade. Das heißt, die Politik sagt, ja, das Thema ESG, CSSD, RD, das heißt, diese ganzen kleinen, mittelständischen, großen Unternehmen kriegen auch nicht mehr ihren Stempel, wenn sie nicht wirklich neutraler werden. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend. Aber um auf den Punkt zu kommen, die letzten 11 Jahre waren schon unfassbar interessant. Ne? Keiner hat sich für Nachhaltigkeit interessiert. Ressourcen waren da, Plastik, Aluminium. Heute redet jeder über Sustainability und wir müssen alle auf diesen Dampfer rausspringen. Ist natürlich spannend. Ja, die letzten Jahre sind die großen Unternehmen eher so ein bisschen wieder in den Schatten gegangen. Müssen sie aber auch, weil es gibt gewisse Sachen wie Shitstorms und Co. Und wenn ich mir sehr ambitionierte Ziele setze und sage, 2030 will ich so und so viel einsparen und ich schaffe es dann nicht, dann bin ich halt in Bringschuld und irgendwelche Gründe zu finden. Ne? Und deswegen, ja, die sind da. ESG ist noch sehr aktuell, das erlebe ich bei unseren Kunden auch. Aber die machen das so ein bisschen mehr im Schatten, was natürlich auch super wichtig ist. Hauptsache, es wird gemacht. Aber solche Aussagen, wenn man die dann hört, das kommt dann auf die Wiedervorlage und das wird dann kontrolliert, ob das wirklich auch so eingehalten wird, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Genau das ist die Veränderung. Ja. Genau das ist super wichtig, dass halt einfach wirklich nachhaltiger gearbeitet wird. Weil sonst kriegt man nämlich ganz, ganz viele Themen nicht mehr. Ja? Man kann das vielleicht 1-2 Jahre, kann man das ignorieren. Ja? Verpackung, pff, mein Gott, ich habe doch alles da. Dann kriegt man aber sein Testat irgendwann nicht vom Wirtschaftsprüfer. Ne? PwC haben Sie gerade erwähnt. Das heißt, wenn am Ende des Tages das Testat nicht da ist,
dann werden sie keine Kredite mehr geben, weil es nicht ESG-konform ist. Und wenn das nicht passiert, halte ich als großes Unternehmen vielleicht so ein, zwei Jahre durch und sage, oh, ich habe ja genug Geld in der Kapitalrücklage, brauche ich nicht. Dann kriegen sie aber Strafen. Dann machen sie eine neue Kalkulation auf und sagen, Mensch, hätte ich mal diese Verpackung beispielsweise oder doch Solarenergie drauf gemacht, dann hätte ich mir das Geld heute erspart. Und das ist eine ganz, ganz interessante Debatte, die da auf uns zukommt. Ne? Herr Demare, ist die Wirtschaft an dem Thema Klimaneutralität näher dran als die Diskussion in der Gesellschaft? Ja, schon. Also im Moment ist das so eine kleine Pause, weil wir insgesamt, sagen wir mal, in Zeiten, wo das Wirtschaftswachstum nicht so gut ist, sind natürlich auch die Investitionen nicht besonders hoch. Das wird wieder anziehen, wenn die Wirtschaft wieder an Fahrt bekommt. Aber in den Jahren, jetzt sagen wir mal, in den letzten Jahren haben wir schon bemerkt, da sind viele Ideen im Markt. Ne? Also den Ideen, das CO2 abzufangen, was im Produktionsprozess entsteht und es unter der Erde einzulagern, finde ich eine Top-Idee. Findet aber in den Norwegen, Schweden, Dänemark, Island, dort oben entstehen halt diese Fabriken, die CO2 aus der Luft holen. Leider nicht bei uns oder zu wenig bei uns. Ich halte das für eine ganz wichtige Zukunftstechnologie, weil nicht jeder kann CO2-Emissionen komplett vermeiden. Wir wollen ja alle in Häusern aus Beton wohnen. Die Herstellung ist halt CO2-intensiv. Ne? Dieses CO2, was dann entsteht, muss man in Zukunft aus der Luft rausholen, um klimaneutral zu sein, um klimaneutral wohnen zu können. Aber es gibt viele Ideen und davon wird auch viel umgesetzt. Und ich denke mal, da werden wir in den nächsten Jahren noch viel sehen. Es gibt durchaus Ideen im Markt, hat der Demare gerade gesagt. Herr Dack, in einer Kölner Garage fing bei Ihnen vor 12 Jahren alles an. Hier, so eine Geschichte in der Garage gab es da schon mal irgendwie, ne? Ja, also nicht aber nur in Silicon Valley passiert sowas. Ne? Also war das nicht Herr Gates oder so oder Herr Jobs? War das nicht Herr Gates oder so? Ich glaube ja. Ja, das war Jeff Bezos hat es gemacht, Bill Gates hat es gemacht und Steve Jobs hat es gemacht. Und Herr Dack hat es auch gemacht. Dack halt, ne? Wie kam es dazu, dass sich auf den Weg so, zu machen, eine nachhaltige Verpackung zu entwickeln? Ja, ich glaube, da muss man einen Schritt halt zurückgehen. Also was bringt einen jungen Mann dazu, damals war ich noch jünger, ne? Was bringt einen jungen Mann dazu, seinen Managementjob hinzuschmeißen und komplett bei Null wieder anzufangen? Ne? Also ich glaube, das hat grundsätzlich einfach mit den Reisen zu tun, wo man sehr, sehr viele nachhaltigere Lösungen sich gewünscht hat, die aber nicht da waren faktisch. Da war, wie gesagt, alles aus Plastik, Aluminium, Glas. Und wir hatten ja eine Lösung, ne? So, und nachwachsende Rohstoffe war halt nicht das Thema. So, und ich bin, wer mich kennt, ziemlich tierlieb. Ich mag die Natur und Umwelt und bin auch sehr sozial. Und alles diese Themen haben mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, Mensch, es muss doch anders gehen. Es kann doch nicht sein, dass es irgendwie immer nur Strukturen von 50, 60 Jahren, nur weil es immer schon so war, ne? Kann doch nicht wahr sein. So, und dann habe ich halt nachwachsende Rohstoffe einfach mal versucht zu verstehen. Und habe den Eierkarton gefunden, so verrückt wie es ist. Also wenn wir heute über Produkte sprechen, wo wir Flaschen, Container, Sachen ersetzen können, die komplett mit Barriereeigenschaften sind, die biologisch abbaubar sind, nicht industriell, ja, die als Altpapier auch direkt reingehen werden können, von Waschmittel bis alles andere. Und eine richtige Lösung haben, CO2-neutral sind, Produkte aus Hanf herstellen können, ja. Das war damals nicht da. Das heißt, in dieser Garagenzeit habe ich mir im Endeffekt einen Prozess rausgesucht, wie der Eierkarton hergestellt wird. So, und der wurde ganz einfach hergestellt. Die Sendung mit der Maus hat es gerade so ein bisschen schön erklärt, gerade über Advent, ein Produkt von uns tatsächlich, ein Adventskalender. Wasser, ja, wie Pappmaché, wie man damals was gemacht hat. Ne? Wasser, Milliarden von kurzen und langen Fasern, Untersog, ein Werkzeug, that's it. Dann ist die Form da, man trocknet es, man presst es nach. Wahnsinnig nachhaltig, ja, wenn man den Rohstoff auch noch wechselt, noch nachhaltiger. Ja, aber es war nicht wie heute, dass jeder das verstanden hat. Das heißt, wenn sie das gegoogelt haben, dann haben sie vielleicht ein Bild von einem Eierkarton gesehen. Wenn sie irgendwie mal ein Date hatten und sie mussten erklären, was sie da so machen, bei irgendwie so einem Red Bull zu arbeiten oder sonst was, war das cool. Ne? Aber bei so einem, ich mache Eierkartons, ist halt ziemlich uncool so als Typ, hat, zumindest, hat zumindest ein Alleinstellungsmerkmal. Es ja, schon, Landwirt aber dann gibt es aber kein zweites Date. Also das ist halt nicht cool genug.
So, ich will nur damit sagen, die Zeiten haben sich halt verändert. Wenn Sie das heute googeln, finden Sie hunderte von solchen Produkten. So. Aber die Zeit vor 11 Jahren war halt eine ganz andere. Ne? Da war das nicht digitalisiert alles, da gab es nicht so viele Bilder. Man konnte nicht über Wikimedia oder Wikipedia oder alles andere halt dann auch wirklich suchen und da dann halt herausfinden, was es ist. Also ja, so waren meine Anfänge. Na? Und fragen wir jetzt mal nach den aktuellen Erfahrungen, Herr Ortolf. Wie viel Erfahrung hat denn der Finanzsektor mit Investitionen in die digitale und auch in die klimaneutrale Transformation? Wie steil ist die Lernkurve? Ich glaube, die war steil, die bleibt auch weiterhin steil. Man kann es ein bisschen abschichten. Wir haben schon vor Jahren angefangen, nicht nur wir, aber auch wir in der Sparkasse Köln-Bonn, uns mit dem Thema öffentliche Fördermittel intensiver auseinanderzusetzen. Vorhin haben Sie schon mal die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, zitiert, einer der größten Förderer in Deutschland, der sich auch ganz stark in seinen Programmen der Nachhaltigkeit widmet, aber auch der Digitalisierung widmet. Dafür gibt es eigene Teams, die unseren Kunden helfen, durch diesen Förderdschungel sich auch hindurch zu navigieren, weil es einfach unfassbar viele Förderprogramme gibt. Die gibt es bundesweit, die gibt es dann auch nochmal regional, je Bundesland unterschiedlich etc. Also da hilft es, glaube ich, so einen Navigator an seiner Seite zu haben. Das gibt es seit Jahren, das ist gar nicht so neu. Was jetzt natürlich in den letzten Jahren nochmal an Bedeutung gewonnen hat, ist wirklich das Thema ESG-Beratung in der Breite. Das heißt, was haben wir konkret gemacht als Sparkasse Köln-Bonn? Wir haben alleine 550 Mitarbeitende geschult in Sachen ESG. Nicht nur, was bedeuten die Buchstaben ausgeschrieben, sondern schon etwas tiefergehend. Dazu haben wir auch noch uns überlegt, dass eine Zertifizierung für bestimmte Kolleginnen und Kollegen wertvoll sein kann. Das heißt, wir haben auch alleine 125 zertifizierte Sustainable Finance Berater, Beraterinnen in der Sparkasse. Die sind dazu da, unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn es um die Frage geht, was muss ich denn als vielleicht etwas kleineres, mittelständisches Unternehmen tun, um zu den Großen aufzuschließen? Was muss ich tun, was kann ich tun, um mich dort entsprechend aufzustellen? Mhm. Was wir dort aber auch machen, ist ganz stark immer wieder dieses Navigierende, dieses Helfende, dieses Lotsende Element darzustellen. Wir haben die Sparkassen im Rheinland insgesamt haben eine Gesellschaft gegründet, die nennt sich ProEco. Diese Gesellschaft berät sehr, sehr intensiv auch im Bereich Nachhaltigkeitsplanung, nachhaltige Bilanzierung. Das haben Sie eben angesprochen, Herr Dackner. Es ist leider oder Gott sei Dank wichtig, dass man auch in der Bilanzierung weiß, wie man die Nachhaltigkeit einzuwerten hat. Da hilft diese Gesellschaft. Aber Sie merken es schon, ich könnte jetzt unendlich Begriffe und Namen, eine Software namens Navisio etc. aufführen. Ich glaube aber, die Kernbotschaft ist, wir haben gelernt, dass es wichtig ist, dass wir diese Themen sortieren, bestmöglich sortieren, um die richtigen Menschen, die richtigen Lösungen jeweils in der individuellen Unternehmenssituation an den Start zu kriegen. Aber Sie brauchen auf der anderen Seite natürlich auch die Unternehmen, die das Interesse dafür haben und auf Sie zukommen. Wenn wir es gerade gehört haben, es kann sein, aktuell, wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht, wenn wir andere Probleme, Herausforderungen haben, dann wird das gerne hinten angestellt. Welche Erfahrungen machen Sie da gerade? Das kann man gar nicht pauschal beantworten, sondern wir erleben beides. Es gibt Unternehmen, die sehr aktiv auf uns zukommen und sagen, wir brauchen Rat und Tat. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist aber auch, dass Unternehmen sagen, nee, habe ich mich bisher nicht mit beschäftigt, ist noch weit weg. Lassen Sie mich damit doch bitte noch ein paar Wochen, ein paar Monate in Ruhe und dann drüber sprechen. Wir versuchen aber schon, das Thema aktiv zu bespielen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, früh damit anzufangen und nicht zu spät auf den Zug aufzuspringen, wenn er vielleicht schon zu weit aus der Halle raus ist. Deshalb spielen wir das auch mit diesen zertifizierten Beraterinnen und Beratern sehr intensiv, dass wir die Unternehmen auch auf die Themen hinweisen, auch um sie langfristig bankable zu halten, ne? Also um wirklich auch sicherstellen zu können, dass wir diese Unternehmen auch langfristig finanzieren können, was wir gerne machen wollen in der Region Köln und Bonn. Das geht aber eben nur, wenn dort gewisse Bedingungen auch erfüllt werden, die uns ein Regulator vorgibt oder vorgeben wird in Zukunft. Aber wie bekommt man sie zurück oder wie bekommt man sie gerade in den aktuellen Zeiten? Was würden Sie sagen, Frau David? Also, wie kriegt man sie überzeugt? Wie kriegt man sie mit aufs Boot? Also, ich glaube, wir sehen gerade, wie die Dinge sich verschieben. Also wir haben ja jetzt Jahrzehnte hinter uns eigentlich, wo die Hauptenergie eigentlich da reingeflossen ist, bestehende Geschäftsmodelle weiter zu erhalten. Also Sie merken irgendwie, das, was Sie bisher gemacht haben, funktioniert nicht mehr so. Und dann gibt es eine Reaktion, ich stecke mehr Energie in das Aufrechterhalten meines alten Geschäftsmodells. Ja? Und die andere ist, oh, wo geht die Reise hin? Ich stecke meine Energie in das, was kommen kann. Und es ist so, sie werden nicht
ganz sanft von dem einen ins andere rübergleiten. So, das geht halt nicht, also auch gerade, weil wir so lange gewartet haben. Und das wird nicht ohne Ruckeln gehen. Also ich erinnere mich noch vor einigen Jahren, ich weiß nicht, manche von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an das Telefonbuch. Ja, also es gab ja immer das Telefonbuch. Und jeder hatte das Telefonbuch, das war irgendwie Standard. Und dann gab es so ein paar Jahre, das ist so ungefähr 10 Jahre her oder 8, da war die Nachfrage nach den Telefonbüchern nicht mehr so groß, aber irgendwann kamen sie ja zur Haustür raus und dann wurde es an die Haustürklinken gehängt oder irgendwie palettenweise in den Supermarkt gestellt und so. Und da habe ich gedacht, aha, okay, das ist jetzt die Phase. Wir stecken mehr Energie da rein, diese Telefonbücher loszuwerden, anstatt sich zu überlegen, so okay, offenbar ändert sich da was. Ja, früher hat jeder sein Telefonbuch gehabt, jetzt müssen wir den Leuten das an die Haustür hängen und trotzdem nehmen sie es nicht. Und das ist halt, finde ich, gut, ich bin auch pragmatische Idealistin, ja, verschenkte Zeit und verschenkte Energie, wenn man zu sehr jetzt sein Geld investiert in Aufrechterhalten des alten Geschäftsmodells. Ich bin mehr Team nach vorne gucken, so, oh, das wird ein großer Schritt, aber stecken wir lieber, also natürlich muss man das alte Geschäftsmodell weiterlaufen. Sie haben so Phasen, wo Sie so Redundanzen haben, wo Sie sozusagen zweigleisig fahren müssen. Aber trotzdem würde ich sagen, die Hauptenergie und das Hauptgeld sollte eher in die Zukunft gehen und nicht in die Vergangenheit. Mhm. Herr Demari, Lust auf Neues machen, die Wirtschaftsunternehmen mitnehmen, haben wir ja auch gerade gehört. Mhm. Wie geht das aus Ihrer Sicht? Ich glaube, es ist auch wichtig, da sind wir, glaube ich, bei dem Thema Finanzindustrie auch, da sitzen die Berater. Die Bankberater können, glaube ich, sehr viel tun für die Unternehmen, indem sie Beratung geben über entsprechende ESG-Kriterien, die auf Unternehmen zukommen. Ich denke mal, das ist jedes Unternehmen hat eine Hausbank, bei denen sie Kunde sind, mit denen sie viel Kontakte. Und ich glaube, da kriegen die Unternehmen viele Informationen mit, was an Anforderungen auf sie zukommen wird. Und wichtig ist natürlich auch für die Unternehmen, sie müssen da natürlich auch mitmachen, im eigenen Unternehmen die Prozesse mal abklopfen. Wie sind die? Wie umweltverträglich sind die? Wie viel CO2 emittieren die? Wo lässt sich was einsparen? Da muss man natürlich auch Informationssysteme aufbauen im Unternehmen. Das ist natürlich auch eine Art von Investition, die erstmal keine Rendite bringt. Aber man muss natürlich auch realisieren, das ist ein Trend, der ist da, der ist gesetzt, der kommt auf alle zu und da muss man mitgehen. Stichwort digitale Transformation, ein Werkzeug, um produktiver zu werden. Steht denn die digitale Transformation nur für Geschäftsprozesse, die dann auf der IT, also auf der elektronischen Datenverarbeitung laufen, oder ist es auch ein Synonym für modernes Arbeiten? Wie sehen Sie das, Frau David? Ich möchte da vielleicht zu bedenken geben, dass ein digitalisierter, komplizierter und schwachsinniger Prozess ja nicht smart wird, nur weil er digital ist. Er wird wahrscheinlich schwachsinnig bleiben, ja. Ja, und das ist also ich wertschätze das sehr, dass Organisationen und auch Verwaltungen sich auf den Weg machen, Digitalisierung, aber man muss schon wissen, dass man das ganzheitlich sehen muss. Also es reicht nicht, dasselbe, was man bisher gemacht hat, digital zu machen. Also weil erstens verschenken Sie dann die Gelegenheit, die Dinge dann wirklich ein bisschen einen schlanken Prozess zu machen. Und dann noch erlebt man ja im Moment, ja, manchmal sind die Prozesse auch nur zum Teil digitalisiert. Da sind dann immer noch so Prozessschritte zwischendrin, die dann wieder eine Unterschrift erfordern oder so. Also da gibt es, ja. Aber ja. Dann sind wir bei der Frage digitale Transformation, Herr Demari. Ist es tatsächlich diese elektronische Datenverarbeitung oder ist es dann doch eben mehr? Ist es eben das moderne Arbeiten? Wie sehen Sie das? Es kann auch mehr, aber wir müssen ja überlegen, wir sind ja jeder Mensch, jedes Unternehmen hat mit Informationen zu tun. Es werden immer mehr. Sie müssen Informationen produzieren für Ihre Bank, für Ihren Kunden. Sie kriegen Informationen von Ihren Kunden. Das muss ja alles verarbeitet werden. Das kann man nicht mehr mit Zetteln und mit handgeschriebenen Tabellen machen. Und es wird ja viel komplexer in Zukunft. Wenn Sie eine komplizierte Lieferkette haben und da sind Sie darauf angewiesen, dass zum richtigen Zeitpunkt die Ware da ist, die Sie weiterverarbeiten müssen, dann brauchen Sie auch
entsprechend digitale Systeme. Und wenn Sie jetzt auch noch, wenn wir jetzt an Umweltschutz denken, wenn Sie sagen wir mal, ein Produkt produzieren, was nochmal recycelt werden muss, diese ganzen Informationen, die müssen mit dem Produkt auch mitgeliefert werden, damit es recycelbar ist, in einzelne Bestandteile getrennt werden kann und so weiter. Und da kann die Digitalisierung auch viel helfen. Also es ist mehr als nur Datenmanagement. Herr Dack hat ja mehrere Beispiele mitgebracht, die haben Sie eben schon mal so kurz angedeutet, aber vielleicht nochmal einmal, weiß nicht, was haben Sie uns eben im Vorgespräch, haben Sie beispielsweise, ja, oder das Röhrchen, was wir da hatten von einem großen Unternehmen aus Leverkusen. Genau, richtig. Also nicht mehr ganz so groß, aber immer noch groß. Ja, also ich würde nochmal vielleicht einen Punkt bei Ihnen mit noch einsetzen, absolut die Traceability. Also es ist ja jetzt war auch gar nicht mal so einfach, den Rohstoff nachzuverfolgen. Ne? Also das heißt, das ganze Thema muss ja nicht nur hergestellt werden, es hat sehr, sehr viel mit Regularien zu tun. Ne? Thema BFR, Thema FDA, Sensorik, Migration, also keiner will ja am Ende so eine Tablette haben und wird dann davon krank. Ne? Also wenn es dann doch vielleicht auch so ist, aber faktisch ist, ich will ja eine Tablette zu mir nehmen, damit ich gesund werde. Ne? So, und das heißt, diese ganze Migration, was durch eine Verpackung kommen könnte, oder durch den Rohstoff kommen könnte, muss ja schlichtweg einfach gesichert sein. Ne? So, aber faktisch ist, das Plastik an sich können wir ersetzen mit unserer Technik. Darf ich das einmal, das andere haben Sie. Also das ist so der Klassiker. Ne? Hier. Das ist so der Klassiker, aber man muss sich natürlich vorstellen, dass dieser Klassiker einfach auch Plastik. Hinterschnitte hat, technisch. Ne? Hinterschnitte hat, das sind so Sachen, die halt ins Werkzeug hinten reingehen, damit dann wird ja das Produkt nicht rausgehoben aus dem Werkzeug. Oder die Wandstärke und Barriereeigenschaften, da darf ja auch kein Wasserdampf und Sauerstoff rein. Das haben wir tatsächlich nachhaltiger hinbekommen. Das heißt, im Endeffekt können wir hier aus 100%ige Fasern nur, ob das jetzt Industriehandfasern oder Baumfasern sind. Was ist das jetzt, was Sie da? Das ist genau dasselbe, nur halt nicht aus Plastik, aus Rohöl, sondern aus Fasern, aus Bäumen, aus Papier. Okay. So, das heißt, im Endeffekt ist genau dasselbe, also Design ist nicht mehr das Problem, aber dafür musste viel investiert werden. Dafür mussten wir also sehr, sehr vieles in neue Technologien investieren und das bedarf natürlich viel Geld, das bedarf natürlich auch irgendwo in die Innovation zu gehen, auch die richtigen Partner an seiner Seite zu haben, das hatten wir Gott sei Dank, die Sparkasse hat uns da hervorragend geholfen und auch da die ersten Werkzeuge mitfinanziert, wenn die nicht da wären, mal faktisch gesehen, dann wären wir heute auch nicht hier. Ne? So, das heißt, im Endeffekt hat es damit angefangen, aber ja, es geht, da ist eine Lösung, das sind Ready-to-Market-Produkte, die Technologie ist da, wir haben Plastik, was wir komplett substituieren können. Wir haben CO2-Neutralität. Wir haben Ressource, wo wir wieder Ressourcen daraus herstellen können. Life Cycle Assessment, Fußabdruck, alles ist perfekt. So, dann bringen wir es auf die Straße. Das heißt, wenn wir in Ihr Unternehmen gucken, dann ist das erstmal nachhaltig, ja. Und digitale Transformation bezieht sich dann eben nicht nur auf die IT, sondern es ist mehr, oder? Also genau. Ist es dieses agile Arbeiten, das Lean-Management oder was es auch mal für Begriffe dort gibt. Also wie stellt sich das in Ihrem Unternehmen dar? Ja, also erstmal haben wir eine ganz neue Abteilung dadurch natürlich ins Leben rufen müssen. Das heißt, wir haben Head of Regulatory, der also 50 Regulatory. Wir sind sehr anglizistisch unterwegs. Ich glaube, ja, wir sind absolut regulierungsbedürftig unterwegs. Das heißt, im Endeffekt, bevor ein Produkt in den Markt geht, muss es ja alle möglichen Tests absolvieren. Ja? Dass es halt lebensmittelkonform ist, sicher ist und so weiter. Dass es zertifizierte Daten haben muss, dass die Recyclingfähigkeit, also daraus wieder Altpapier und dann wieder Papier raus herzustellen, dass das gegeben ist. Und. Ja? Für Europa machen wir BFR und für Amerika und so weiter ist es FDA, Food and Drug Association. Mhm. So, das heißt, wir haben eine ganze Abteilung dazu holen müssen, erschaffen müssen, weil ohne diese ganzen Regularien kauft ein großes Unternehmen wie unsere Leverkusen das Produkt schon mal per se gar nicht ein. Das bedeutet, wir müssen aber auch kreativer werden. Transformation ist doch das Thema. Das heißt, wir müssen gucken, wie kriegen wir denn jetzt halt technologisch das hin, dass sich diese Fasern wieder zurückverfolgen kann, wenn mal eine Charge doch nicht vernünftig, qualitativ, hochwertig dort ist. Und das schafft man tatsächlich mit dieser kompletten digitalen Fußabdruck, mit kleinsten Nano-Mineralien, die Sie in die Faser mit bei dem Prozess schon einsetzen können. Also, was will ich damit sagen? Die Technologie ist da, wir müssen sie richtig nutzen. Ne? Herr Otto, das ist das Thema. Herr Otto, wir erleben Herrn Dack als innovativ, als sprühen von seinen Ideen, kreativ, mutig. Aber es gibt ja nicht nur
Herrn Dack, sondern es gibt ja auch noch ganz andere, auch andere Unternehmer, die sich, Unternehmerinnen, die sich natürlich auch den Marktgepflogenheiten und der Zukunft anpassen müssen. Wie kriegt man die überzeugt? Das ist ja eben schon ein bisschen angeklungen. Ja. Es gibt einerseits einen regulatorischen Druck, der auch viele zwingt, sich zu bewegen. Also vielleicht mal exemplarisch die vier Buchstaben CSRD genannt, ne? Die Corporate Sustainability und Reporting Directive, ich glaube, so ähnlich heißt sie. Steht für? Einfach ein Berichtswesen, was auf Wunsch der EU aufzubauen ist für Unternehmen, die eine bestimmte Größenordnung haben. Mhm. Jetzt könnte man sich zunächst mal zurücklehnen, könnte sagen, trifft ja erstmal nur die Großen. Ist erstmal auch richtig. Mhm. Wenn die Großen aber gezwungen sind, die ganze Lieferkette nachzuvollziehen, wie wir es eben bei Herrn Dack auch gehört haben, dann wird schnell deutlich, es trifft nur auf dem Papier erstmal die Großen. In der Realität trifft es auch die Kleineren, die vielleicht den Großen zuliefern, zum Beispiel denen aus Leverkusen. Und das führt dann eben schon dazu, dass viele Unternehmen dort einen erheblichen Beratungsbedarf haben, aber dann auch einen Investitionsbedarf. Und jetzt nicht nur ins grüner werden, ins ökologischer werden, sondern ich komme nochmal zurück auf das Datenthema, was wir eben hatten. Es braucht, glaube ich, am Ende einfach hochleistungsfähige IT-Systeme, Rechensysteme, inzwischen fast alles in der Cloud, also in der digitalen Wolke, weil dort die Rechenleistung einfach höher ist, als wir sie auf Servern darstellen könnten, um all diese Datenfelder immer wieder auszurechnen und zu befüllen. Also diese CSRD erfordert alleine über 1000 Datenfelder, die jedes Unternehmen dort berichten muss. Oder aus unserem betrieblichen Alltag, wir hatten gestern ein Thema bei uns in einem Gremium besprochen. Wir haben bisher für eine bestimmte Meldung, Achtung, fürchterlich trocken, Zinsänderungsrisiko, das müssen wir melden. Da mussten wir bisher 19 Datenfelder ausfüllen. 19 Datenfelder kann man beherrschen, glaube ich, braucht man keinen großen Computer für. Neues regulatorisches Regime, 1700 Datenfelder, die wir jetzt ausfüllen müssen ab sofort. Ne? Und das zeigt, glaube ich, schon, welche Dimension auch das Thema Daten sammeln, Daten verwalten, vor allen Dingen aber Daten klug auswerten hat. Das ist jetzt im Moment eher mal nicht wertschöpfend, was ich da für ein Beispiel gegeben habe. Ich finde aber viel spannender wird es, wenn man es dann wertschöpfend auch umsetzt und guckt, was kann ich mit den Daten eigentlich machen, um meine Produktivität zu erhöhen, um meine Produktion zu verbessern, meinen Output zu erhöhen etc. Da kommt viel Musik rein und das versuchen wir mit unseren Kunden zu besprechen und dann eben auch geeignete, in aller Regel Finanzierungsmodelle zu finden für IT-Investitionen, für Nachhaltigkeitsinvestitionen, für neue Maschinen. Aber wie groß, Herr Demari, ist dann vielleicht auch die Sorge, dass uns dann die Bürokratie mal wieder im Weg steht und uns bremst? Wir haben es ja gerade gehört, das müssen wir melden, das müssen wir einreichen, das müssen wir ausfüllen. Das ist ja nicht ohne und das hört man ja immer wieder von Unternehmerinnen und Unternehmern, dass die Bürokratie eine sehr, sehr große Bremse in diesem ganzen digitalen Prozess ist. Naja, der Weg der EU ist natürlich auch so ein bisschen über die Regulatorik zu gehen. Die USA macht es ein bisschen anders. Die sehen, da ist ein Problem und wir schmeißen erstmal so Geld drauf über Investitionsanreize. Die subventionieren sehr stark nachhaltige Geschäftsmodelle über den Inflation Reduction Act, den sie da haben. Wir in der EU haben eher gesagt, wir machen das mehr so Richtung Bürokratie. Wir wollen erstmal wissen, wie nachhaltig ist eigentlich so ein Unternehmen. Damit sozusagen Kunden und Finanzierer wissen, wie das ist. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, der auf uns zukommt. Auf der einen Seite, klar, wir brauchen die Informationen. Jeder muss einschätzen, wie nachhaltig ein Produkt ist. Aber es ist natürlich viel Bürokratie aufgebaut worden. Aus Sicht vieler Unternehmen wird es immer mehr. Wenn Sie mal überlegen, wenn Sie eine Abteilung brauchen für Nachhaltigkeit und Sie sind so ein kleiner Betrieb mit so 10 Personen, dann können Sie nicht so eine Abteilung noch aufbauen. Das, für den einen oder anderen wird es ein bisschen, sagen wir mal, der kommt sehr über die Kapazitätsgrenze damit. Und vielleicht muss man einfach gucken, wo man an anderen Stellen Bürokratie aus dem System rausnehmen kann, Prozesse verschlanken kann, damit das alles wieder passt. Frau David, wie sehr steht uns die Bürokratie im Wege oder ja, wie groß ist die Gefahr, dass das genau so ist? Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt. Also ein komplizierter, verschnörkelter Prozess wird nicht schlank, nur weil er digital ist. Und ich würde schon raten, dass man im Zuge der Digitalisierung, das ist ja ein Schritt, den man sowieso gehen muss, dass man das auch nutzt, um ein bisschen gesunden Menschenverstand auch. Ja, also wir kommen natürlich, es ist so. Deutschland ist natürlich ein Land, das eine ganz lange gewachsene Verwaltungsstruktur hat. Mhm.
die ja auch gut funktioniert. Ja, gut funktioniert hat. Und man kann sich das vorstellen wie so einen großen, schweren Tanker. Viele von diesen jungen Ländern beneiden uns, ja, dass wir, wie feinteilig unser ganzer Verwaltungsapparat ist und so. Ja. Aber wenn es jetzt um schnelle Veränderungen geht und um disruptive Veränderungen, also dann haben Sie mit so einem großen Tanker, wenn da ein Eisberg ist, sage ich mal, oder irgendwas anderes, also, da können Sie keine schnellen Manöver machen. So ein großer Tanker ist gut, wenn es keine schnellen Veränderungen geben muss, weil sie kann man nicht so schnell umschubsen. Also ich glaube, so ein deutsches Verwaltungssystem ist halt stabil, ja. Aber wir sind halt in der Zeit, wo die Veränderung ja dieser Grundzustand ist und ein großes, komplexes, behäbiges Verwaltungssystem ist einfach nicht reaktibel genug für das, was sein muss. Und deswegen sind nämlich diese Länder, die wie Estland und die baltischen Länder, das weiß man ja, dass die, wo man die damals in den 90ern wahrscheinlich sich so ein Verwaltungssystem wie Deutschland gewünscht hätten, aber die mussten halt quasi von scratch anfangen, komplett neu. Und da haben sie halt ein Verwaltungssystem aufgesetzt, was schnell und effizient ist, so, weil es musste halt schnell gehen. Und die haben uns, glaube ich, damals beneidet und jetzt ist es ja andersrum. Also gerade was diese digitalen Prozesse angeht, da schauen wir natürlich dahin und denken so, wow, wie glatt und wie flüssig und wie stimmig kann das alles sein. Ja, das muss uns irgendwie, also es ist schon, glaube ich, so eine große Veränderung, die uns bevorsteht, wie wir unsere Gesellschaft transformationsfähig machen. Um den digitalen Wandel richtig zu verstehen, müssen wir uns nicht der Technik zuwenden, sondern den Menschen. Das haben Sie mal gesagt. Ja. Was steckt dahinter? Warum müssen wir das? Warum ist das gerade so wichtig? Ja, mein Schwerpunkt ist die Frage der Kulturtechnik. Ja? Und das ist kein Widerspruch zur Technik. Also ein guter, erfolgreicher, technischer, digitaler Fortschritt, anderer Fortschritt ist immer eine Kombination aus Technik und Kulturtechnik. Ja, weil nur, es muss Leute geben, die sich mit der Frage befassen, was ist technisch möglich. Und es muss Leute geben wie mich, die sich damit befassen, was machen wir mit den technischen Möglichkeiten und was machen die mit uns und was für eine Gesellschaft brauchen wir, damit diese Technik gut und sinnvoll da eingebettet ist. Ja, das ist in der Kombination, weil jeder im Unternehmen, also KMU und Große, jeder weiß das, wenn ich jetzt neue, zum Beispiel jetzt wieder als digitales Beispiel, irgendeine neue Technik, digitale Akte oder Social Media, Intranet, Strukturen oder so aufsetze, dann ist das größte Problem ist nicht die Technik selbst, die funktioniert dann immer, sondern das Problem ist, dass das natürlich in der Organisation die Prozesse verändert, dass das die Kultur verändert, dass das die Art, wie man das Berichtswesen verändert, wie auch immer. Ja? Und das müssen Sie mitdenken, das müssen Sie soziokulturell begleiten, weil sonst können Sie da die tollste Technik hinstellen, das wird Ihnen nichts nützen. Und das ist die Kombination, weshalb ich sage, man darf Digitalisierung nicht als rein technisches Problem sehen. Zum Beispiel in der Schule sagen, ein Whiteboard, dann ist das Thema Digitalisierung in der Schule erledigt. Und das Wirtschaftsforschungsinstitut in Köln nickt bei Ihren Ausführungen. Habe ich es richtig interpretiert? Habe ich nicht gesehen, ich habe Sie ja. Ja, also man muss immer den Anwender mitdenken. Die Technologie ist ja nicht isoliert da. Und vor allem auch, muss man es ja auch dahingehend sehen, die ganzen vielen Ideen, die wir hier haben. Wir haben viele kluge Leute mit tollen Ideen. Hier haben wir ja auch ein Beispiel dafür sitzen. Wir müssen auch sehen, dass die Ideen hier in Deutschland auch umgesetzt werden. Ja, vielfach ist es in anderen Ländern ja einfacher, wenn Sie ein Unternehmen gründen wollen. Das geht in anderen Ländern schneller, mit weniger Prozessen, weniger Kosten. Und wir wollen ja nicht, dass die guten Ideen in anderen Ländern umgesetzt wird, weil es da einfacher wird. Wir müssen auch sehen, dass das hier passiert. Und ich glaube, man kann vieles einfacher gestalten, auch durch Digitalisierung, durch kluge Prozesse, Bürokratie einsparen. Und dann schafft man es auch, dass die guten Ideen hier in Deutschland umgesetzt werden. Ich glaube aber, es ist noch was anderes wichtig. Also nicht nur die Digitalisierung, sondern
dass wir uns auch als Ziel setzen sollten, dass wir eine Gesellschaft haben, die veränderungsfreudig ist und transformationswillig und neugierig. So, also, weil wir sind in einer Phase, wo es gibt keine fertigen Antworten. Das ist so. Also wie sehen die nächsten 5 bis 10 Jahre aus? Da können wir Hypothesen aufstellen. Das wird ein Feld sein, wo wir experimentieren, wo wir ausprobieren und die Dinge funktionieren, die funktionieren nicht. Das heißt, da gehört auch dazu, dass wir als Gesellschaft, also sowohl jeweils die Organisationen, die finanziert werden müssen für ihre Experimentierfreude und auch die Menschen, sagen, okay, ich probiere da jetzt was aus. Ich habe keine Garantie, ob das klappt, aber das könnte eine Lösung sein. Und dass man da auch dazu gehört, Fehlertoleranz dazu gehört, Prozesse, dass man auch ein bisschen in Prozess eher denkt als in fertigen Ergebnissen und so. Also ganz viel von dieser digitalen Kultur vom Mindset her gehört dazu. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da auch mehr Wert gesellschaftlich drauf legen, diese Veränderungskompetenzen und Fähigkeiten und diese Räume, in denen das auch möglich ist, dass wir die auch schaffen. Dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter und wir kommen zum lieben Geld, zur Finanzierung des Wandels, der Transformation. Wissenschaftler weisen die Öffentlichkeit immer wieder gerne darauf hin, dass die Gefahr des Klimawandels verheerend ist. Herr De Mari, Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, darauf hinzuweisen, dass wir uns überlegen müssen, wo wir das Geld herbekommen, um die Transformation zu finanzieren. Wo kommt es her? Wo werden wir an Grenzen stoßen? Naja, am Kapitalmarkt ist schon Geld da. Es fließt nur nicht unbedingt immer in die Projekte, die wir sozusagen benötigen, um den Klimawandel zu bewältigen. Denken Sie mal, wir waren, glaube ich, bei diesem Thema, was Frau David gerade gesagt hat, Risikobewusstsein. Wir sind ja sehr sicherheitsorientiert hier in Deutschland und dieses Thema Scheitern ist ja anders besetzt als zum Beispiel in den USA. In den USA hat jemand eine grandiose Idee, macht aber irgendeinen Fehler, es klappt nicht, dann setzt er sich wieder dran und es wird nicht direkt vom Kapitalmarkt bestraft. Es ist möglich, auch mal mit einem Geschäftsmodell zu scheitern. Und diese Risikokultur, die müssen wir halt auch hier implementieren, damit grandiose Ideen finanziert werden. Die großen bahnbrechenden Ideen, die sind nur realisierbar, wenn es Leute gibt, die große Risiken eingehen wollen. Ohne Risiko gibt es keine Rendite. Das funktioniert nicht. Und da muss man halt auch sehen, dass für diese Leute da auch entsprechend Geld da ist, also Risikokapital. Das ist so ein bisschen im Vergleich zu anderen Ländern wenig ausgeprägt. Hier in Deutschland, da muss man irgendwie sehen, dass irgendwie man hier so ein bisschen so diesen Risikokapitalmarkt stärker hinbekommt. Herr Dack, Entschuldigung. Weil nicht alle Innovationen lassen sich über die Bank finanzieren. Einige Sachen sind zu riskant für die Bank. Die sollen noch nicht über die Bank finanziert werden. Da brauchen wir nochmal so ein zweites Standbein, um damit letztlich auch die großen bahnbrechenden Sachen auch Finanzierung finden. Wir fragen Herrn Ortolf gleich, wie die Sparkasse in die Zukunft schaut. Aber vorher, Herr Dack, die Risikokultur, die Herr De Mari gerade angesprochen hat, bei Ihnen ist die vorhanden. Aber ist es das, was vielleicht manchem fehlt? Also welche Erfahrungen machen Sie da? Auch in Unternehmerkreisen natürlich. Ja, also definitiv fehlt die, leider Gottes, weil wir auch so irgendwie da auch nicht unterstützt werden, glaube ich. Ne? Also ich glaube, da fehlt auch in Gänze von den institutionellen Partnern einfach die Unterstützung auch, Private Equity etc. Oder PE-Arme von Banken, Risikokapital, ja. Das ist aber in unserer Deutschland-Europa-Kultur relativ wenig. Ja? Also entweder ist man zur falschen Zeit am falschen Ort oder es ist halt sehr viel in Amerika. Ich gebe da mal ein Beispiel. Ja? Und gerade das ganze Thema von uns mal so zusammengepackt und lizenziert. Ja? Nach 5 Fabriken haben wir gesagt, okay, jetzt teilen wir mal unser Know-how und lizenzieren das und gehen da, wo die Rohstoffe sind. Ne? Wir haben in Amerika haben wir ein Joint Venture gegründet und die haben innerhalb von 6 Monaten 100 Millionen Euro geraised. Ich habe für wenig Millionen 10 Jahre gebraucht, um das zu raisen. Also da ist das Kapital. Ne? Das heißt, im Endeffekt sind innovative Unternehmen
Startups meiner Meinung nach hier in Deutschland oder auch in Europa relativ wenig supported. Das heißt, da passiert sehr, sehr wenig, dass Menschen Risikokapital da reingeben. Also hat man ja auch schon ein paar Beispiele gesehen, ne, die hier in Deutschland da versucht haben, größer zu werden. Und tolle Ideen sterben da, trocknen dann irgendwann aus. Ne? Es sind wahrscheinlich jeden Tag ganz tolle Ideen da. Und das demotiviert zu großer Wahrscheinlichkeit die Unternehmer, die tolle Ideen haben, vielleicht nicht so irre sind wie ich und sagen, egal, ich tue es einfach. Das demotiviert sie und dann geht man wieder auf das Thema Sicherheit. Ja? So, und das kann ja nicht zusammengehen. Ich würde mir wünschen, dass beispielsweise auch die institutionellen Partner, die Banken, halt dann auch ihre Strukturen vielleicht noch mehr verbessern könnten, indem man beispielsweise nicht nur die passenden Bankberater findet, beispielsweise, ja, und dort eine gute Symbiose herrscht und man wird verstanden, das Produkt wird verstanden, aber es ist ja auch noch irgendwo die Marktfolge etc., ja, mit denen haben sie nie zu tun gehabt als Unternehmer. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die Herausforderung, dass man die Marktfolge, die man nie gesehen hat, ich konnte meine Energie der Marktfolge, ich weiß nicht mal, wo die Marktfolge ist, ich stelle mir immer vor, irgend so ein Keller mit Monitor und ja, nein, okay, Kredite werden so vergeben, so habe ich naiverweise das Gefühl. So, aber wenn das eine außergewöhnliche Idee ist, ja, ein verrückter Typ, der sagt, ich mache jetzt Eierkartons, aber halt auch keine Eierkartons, sondern halt ganz tolle Flaschen aus Fasern, dann wird man vielleicht dann auch nicht so gut verstanden und dann kriegt man vielleicht einfach eine Absage und dann gibt es kein Geld. Und wenn es kein Geld gibt, kann ich keine Werkzeuge kaufen. Und wenn ich keine Werkzeuge kaufen kann, dann wird dieses Geschäftsmodell, was heute ganz toll ist, aber in den letzten 10 Jahren, das geht ja meistens nicht nach Anfang und Ende, sondern was passiert denn dazwischen so? Und ich glaube, da muss man dran arbeiten. Man muss halt irgendwo im Kollektiv versuchen, tolle Ideen, Innovationen, Startups einfach, dass man da rein investiert, ja, dass man wieder irgendwo eine Marke made in Germany wird und das ist, wir haben ja Ideen, wir sind ja nicht nur das Land der Denker und Dichter, war das, glaube ich, ne, sondern wir haben ja wahnsinnig tolle Ideen, wir haben Technologien, die sind auf deutschem Boden hier in Deutschland erfunden worden, die transferieren wir jetzt in die Welt, so, aber dazu bedarf es einfach auch Geld. Ohne Geld wird es relativ schwierig werden. Das ist ein gutes Stichwort, Herrn Orthoff, hier die nächste Frage zu stellen. Transformation, die finanziert werden muss. Auf der anderen Seite jede Menge Bürokratie, die wir auch schon erlebt haben, die durchaus eine Bremse sein kann. Wie guckt die Sparkasse Köln-Bonn in die Zukunft vor diesem Hintergrund, den wir jetzt schon seit geraumer Zeit diskutieren? Wir haben natürlich auch nicht die Glaskugel, um jetzt dezidiert in die Zukunft gucken zu können. Würden wir uns sehr wünschen, haben wir aber nicht. Wir spüren auch oft das, was der Amerikaner als German Angst ja bezeichnet. Mhm. Diesen Begriff gibt es ja im Englischen, German Angst, weil wir Deutschen als ein bisschen vorsichtig, übervorsichtig und risikoscheu gelten. Das sehen wir auch. Wenn man jetzt vielleicht nochmal das beleuchtet, was Sie gerade sagten, Herr Duck, dieses Thema, wann leiht mir eigentlich wer Geld, ne, und das in Verbindung mit Ihrem Statement bringt, dann sage ich ganz gerne den Vergleich, was wir dort verleihen als Bank ist fremdes Geld. Mhm. Wir sammeln Geld von ganz, ganz, ganz vielen Sparern, kleinen und großen ein, und gucken, dass wir das sinnvoll anlegen, zum Beispiel in Kredite für Firmenkunden. Da ist aber extrem wichtig, dass wir einen Großteil dieser Kredite auch zurückgezahlt bekommen, denn wir wollen ja am Ende auch das Geld der einzelnen Sparer zurückzahlen. Also insofern, dieser Kreislauf muss bestmöglich geschlossen sein. Zeigt aber schon, dass es bestimmte Risiken geben kann, nämlich dann, wenn Unternehmen, wenn Ideen noch nicht hinreichend erforscht oder marktreif sind, dann ist das was man aus meiner Sicht nicht mit Fremdkapital, also mit Krediten finanzieren sollte, sondern mit Eigenkapital. Mhm. Und da kommen die berühmten Private Equity Fonds, die Venture Capital Gesellschaften etc. ins Spiel. Ich war heute vor einer Woche, Mittwochabend auf einer Veranstaltung hier in Köln. Da wurde versucht, Investoren zusammenzubringen, die bereit sind, in neue Geschäftsmodelle zu investieren. Das war eine sehr stark technologielastige Community, die dort zusammenkam. Es ist also sehr stark um das nächste Technologie-Einhorn, also das nächste Unternehmen, was 1 Milliarde Unternehmenswert generieren könnte. Und davon gibt es tatsächlich in Deutschland nicht so viel, aber in Köln gibt es ja eins. Ne? Es gibt ja DeepL hier in Köln, die mit der Übersetzungssoftware es wirklich geschafft haben, über 1 Milliarde Unternehmenswert zu generieren. Und solche Geschichten wirken natürlich schon anziehend für ein Ökosystem hier in Köln und Bonn, in der Region, im Rheinland insgesamt. Das zieht Investoren an und da habe ich schon viel Mut und auch viel Lust verspürt, in neue Modelle zu investieren. Mhm. Plus, wir hatten an dem Abend das Glück, dass eine Kollegin aus der KfW, wir hören heute oft die KfW, da war, die eine neue Initiative der immer noch amtierenden Bundesregierung vorgestellt hat. Die nennt sich WIN-Initiative.
Und da geht es grob gesprochen darum, dass bis zum Jahr 2030 erhebliche Milliardenbeträge von Seiten der Bundesregierung über das Vehikel KfW in neue Geschäftsideen investiert werden soll. Aber immer nur dann, wenn auch privates Kapital reinkommt. Und das halte ich für eine ganz vielversprechende Strategie, dass man sagt, der Staat, wir alle indirekt durch unsere Steuergelder sorgen mit dafür, dass es eine Anschubfinanzierung gibt. Die greift aber immer nur dann, wenn auch Private an diese Idee glauben und auch privates Investorengeld dort reinfließt. Was versuchen wir als Sparkasse? Wir versuchen dort auch so ein bisschen als Drehscheibe zu fungieren. Wenn wir das schon nicht mit Fremdkapital finanzieren können, dann doch zumindest Kapitalsuchende und Kapitalgebende im Idealfall ein Stück weit einander näher zu bringen. Deshalb tummel ich mich dann auch mal auf so einer Veranstaltung. Aber Stichwort Risiko, eine Nachfrage. Stichwort Risiko, weil Sie das auch ein paar Mal angesprochen haben. Werden wir uns an mehr Risiko bei Investitionen gewöhnen müssen in Zukunft? Schwierige Frage, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich spontan aus dem Bauch würde ich sagen, nein, glaube ich gar nicht. Wir haben schon oft Investitionen in unsicheren Phasen oder in unsicheren Zeiten begleitet und begleiten müssen. Denken Sie zurück an die Corona-Pandemie, denken Sie zurück, als Russland die Ukraine angegriffen hat, liegt alles noch gar nicht so lange her zurück. Da war auch nicht klar, wie geht's weiter. Auch dort ist es gelungen, teilweise auch mit Unterstützung der öffentlichen Hand, aber doch gute Finanzierungsmodelle zu finden, um Unternehmen in dieser schwierigen Phase auch zu helfen, stabil weiter wirtschaften zu können, weiter investieren zu können. Mhm. Und in der Summe ist mein Eindruck auch aus unserem Erleben, dass die sogenannten Corona-Hilfen, die Corona-Kredite in der Breite ganz gut auch zurückgezahlt werden konnten. Nicht 100%, aber die allermeisten. Und das gibt mir eigentlich schon viel Zuversicht, dass das auch mit anderen herausfordernden Situationen gelingt. Und der deutsche Mittelstand, der ist wiederum German Angst, ist weltbekannt, aber auch der deutsche Mittelstand ist weltbekannt für seine Kreativität, für seine Resilienz, für das, was er geschaffen hat in Deutschland. Deutschland ist ja nicht nur DAX 30 oder DAX 40 ist es ja inzwischen, sondern es ist ganz stark der Mittelstand, die sogenannten Hidden Champions. Und deshalb bin ich da extrem zuversichtlich, dass das auch gelingen wird. Frau Dammel, ja. Sie hat sich noch gemeldet. Da gibt es einen Punkt, der schließt sich ganz gut an, finde ich, dass wir, glaube ich, uns von dieser Kurzfristigkeit allmählich lösen müssen. Und das bezieht sich sowohl auf, wie es hieß, Start-ups, neue Ideen, die eine Lösung in Zukunft sein könnten, die finanziert werden müssen, als auch bestehende Unternehmen, die so einen Transformationsprozess ja auch haben. Und ich glaube, da stehen wir alle uns total im Weg, wenn wir zu sehr kurzfristig denken. Also wenn man jetzt wirklich nur guckt, wenn ich das und das mache, zahlt sich das positiv aus in den nächsten Quartalszahlen, dann fallen eigentlich im Grunde alle wirklichen Transformationsprozesse weg. So, weil kein wirklicher Transformationsprozess wird sich innerhalb der nächsten oder übernächsten Quartalszahlen positiv, so dass sie direkt einen Erfolg vermelden können. Das wird nicht so sein. Und das würde ich mir auch wünschen, dass wir ein bisschen Mut haben, natürlich nicht zu viel Risiko einzugehen, aber dass wir den Mut haben, uns ein bisschen den Blick von den Fußspitzen zu heben und auch über die nächsten Quartalszahlen raus und dann ruhig mal in die Zukunft schauen und dann gucken, was müssen wir jetzt machen, um da gut anzukommen? Und dazwischen wird es so sein. Das ist immer so. Dazwischen wird es immer so sein. Aber dass man irgendwie einen Blick nach vorne hat und auch ein bisschen langfristig denkt, langfristig plant und auch langfristig finanziert. Aber das geht an die Adressen der Unternehmen, ein bisschen langfristiger zu denken, mehr in die Zukunft zu gucken. Aber Herr Demari, wenn die Politik weiter in kurzen Legislaturen denkt und nicht legislaturübergreifend denkt, kriegen wir natürlich auch gleichzeitig schon wieder ein Problem, weil wir in gewisser Weise auch in gewissen Rollen sind, in Kasten sind und da nicht rauskommen, auch wenn wir da sehr visionär unterwegs sind. Aber vielleicht wünscht man sich von der Politik da eher legislaturübergreifend zu denken, um da in Richtung 2045 auch zu kommen, so ein gemeinsames Leitbild zu entwickeln? Ja, das ist total illusorisch, was ich gerade... Mit der Klimaneutralität haben wir doch so ein langfristiges Ziel eigentlich. Ja, das stimmt. Und das ist auch entsprechend auch übergreifend. Ja. Und da haben wir auch einen Konsens erreicht. Mhm. Also ich gehe jetzt nicht von aus, dass jetzt irgendwie Deutschland da aus den Pariser Verträgen, die USA vielleicht, aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Aber ich glaube, wir haben da in Europa ein langfristiges Ziel. Es ist eigentlich für alle Unternehmen klar,
wir müssen irgendwann klimaneutral, das heißt irgendwann, es gibt einen Zeitpunkt, da müssen wir klimaneutral sein, vielleicht auch noch ein bisschen davor im besten Fall. Jetzt geht es aber nochmal darum, Unsicherheiten zu beheben, die vielleicht da, die da noch an vielen Stellen sind. Ich glaube, Abbau von Bürokratie, sich widersprechende Regulierungen abzuschaffen, einfach auch mal und für die Unternehmen letztendlich auch so ein Umfeld zu schaffen, in dem sie investieren können. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch eine Umfrage gesehen der Europäischen Investitionsbank. Was sind aus Ihrer Sicht, Ihres Unternehmens, die Investitionshemmnisse? Da waren mehrfach Antworten möglich. 50% der Unternehmen, schon hoher Wert, haben gesagt Finanzierung, aber es war der geringste Wert von den Antwortkategorien. 90% haben gesagt, fehlende Fachkräfte schränken uns in unserem Wachstum ein. Dann kam Unsicherheit, also das Thema, ein Thema, was die Politik lösen kann. Mhm. Dann kam das Thema Regulierung, also zu viel entsprechend an Regulierung und dann auch schon das Thema Infrastruktur. Da muss die Politik auch was machen. Also es ist über viel zu viele Jahre gespart worden an Infrastrukturinvestitionen. Und das rächt sich natürlich jetzt und führt natürlich auch dazu, dass mehr gemacht werden muss und es entsprechend noch teurer wird. Ja. Und gleichzeitig. Ja, und gleichzeitig. Wenn alle Brücken gleichzeitig kaputt gehen, ist irgendwie. Aber dann drängt sich ja die Frage auf, wie kann sich Deutschland in einer sich wandelnden Zeit, in einer sich wandelnden Welt behaupten? Was würden Sie sagen? Ich glaube, über genau das, was uns auch langfristig ausgezeichnet hat, eine Kreativität, ein starkes Unternehmertum, gepaart aber auch mit dem notwendigen Kapital, was von Investoren, aber auch von Banken, also am besten aus einer Kombination aus beiden Welten, Kapitalmarkt und Bankenfinanzierung kommt. Und dann hoffentlich mit etwas weniger Regulierung. Allein mir fehlt so ein bisschen, an dem letzten Punkt fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie man das erreichen kann. Weil wir sehen es ja auch jetzt, wenn versucht wird, Bürokratie auf einer EU-Ebene abzubauen, dann wird ein neuer Erlass herauskommen, ein neues Gesetz, eine neue Richtlinie. Und die ersetzt dann eine andere Richtlinie, aber baut Bürokratie nicht zwingend spürbar ab. Das ist der einzige Punkt, an dem mir ein bisschen die Fantasie fehlt. Ansonsten bin ich durchweg positiv gestimmt. Herr Dack, im besten Falle wandelt sich das Unternehmen, wir erleben das bei Ihnen. Wie nehme ich bei all dieser Veränderung, und das ist ja zum Teil eine riesengroße Veränderung, die da in Unternehmen stattfindet, wie nehme ich bei all diesen Veränderungen meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter mit? Ja, motivierend, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Also ich habe ein bisschen Glück, dass die Gesellschaft, aber auch Kollegen und Mitarbeiter von mir sich ja auch, die wollen was hinterlassen. Ne? Deswegen habe ich per se mit meinem Thema ja schon Glück. Ne? Das heißt, einfach nur Geld verdienen reicht ja vielen auch nicht mehr, was auch gut ist. Ne? Das heißt, man will ja irgendwo was hinterlassen, man will was Sinnvolles machen. Impact ist ja das schöne neue Wort, ne? Nicht nur Investment. Sondern auch etwas mit Sinn und Zweck. Und das kann man ja hervorragend bei Paypex machen. Ja? Das heißt, man kann sehr, sehr viele Themen abarbeiten und dort halt für Transformation sorgen und immer mit verschiedenen Nischen zu tun haben, Industrien zu tun haben. So. Und, aber trotzdem merke ich, dass, glaube ich, auch das ganze Unternehmen immer auf die Persönlichkeiten, nicht nur von Kollegen, Mitarbeitern etc., sondern auch von den Führungskräften sehr geprägt ist. Mhm. Ich muss vorgehen. Also ich bin, glaube ich, einer der Ersten, der im Büro ist und einer der Letzten, der raus ist. Ne? Also ich bin auf jeder Autobahn unterwegs. In den letzten Jahren habe ich gedacht, von Werk zu Werk, dass ich irgendwie Logistikfahrer bin. Aber ich glaube, einfach vorgehen ist ganz, ganz wichtig. Und an erster Stelle auch dastehen und denen das auch vorzumachen. Ja. Und am Ende geht es ja um uns alle. So. Das heißt, auch denen die Freiheit zu geben, dass sie sich weiterentwickeln können. Ja. Also ich gebe sehr oft die Möglichkeiten, dass beispielsweise die unterschiedlichen Standorte, von denen besucht werden können, auch mal da gearbeitet werden kann. Jetzt waren ein paar Mitarbeiter von uns in Nordamerika das erste Mal. Und ich glaube, mit diesen Incentives, dann holt man natürlich auch extrem viel ab. Und Vertrauen ist, glaube ich, ganz wichtig in Unternehmen. Also ich teile und bin sehr transparent und erzähle die Ziele, die das Unternehmen hat und hole und versuche sie alle irgendwo auf diese Reise mitzunehmen. So. Und ist aber auch exotisch, glaube ich. Das ist in größeren Konzernen wahrscheinlich gar nicht so der Fall. Und ich glaube, der Erfolg dieses Unternehmens in unserer Gruppe ist, weil ich relativ schnell entscheiden kann. Ja, das heißt, ich bin sozusagen mit meinem anderen Shareholder, unser eigenes Board. Das hat man halt in großen Unternehmen nicht. Da haben sie ganz viele Hierarchien und dann sind sie vielleicht irgendwo dann nur noch eine Nummer zwischen Tausenden
Und das ist dann schwieriger, glaube ich. Also deswegen, bei mir habe ich ein bisschen mehr Glück und wie man das bei Großkonzernen machen muss, vielleicht mit demselben Beispiel, aber halt dann auch anders. Ne? Es ist der Blick in die Zukunft und damit natürlich auch, ich glaube, Sie haben es gesagt, auch ein Blick in die Glaskugel. Herr Demari, was werden zukünftige Generationen erleben, vorfinden? Auf was für eine veränderte Welt müssen sich unsere Kinder, Kindeskinder, Enkel womöglich einstellen, Ihrer Ansicht nach? Ich habe früher immer viel Raumschiff Enterprise geguckt und das ist so meine Vorstellung von Zukunft. Ne? Digital, nachhaltig waren die auch, also in der Serie zumindest. Und ich glaube, das ist so die Welt, wie ich sie mir vorstellen würde. Ne? Digital, klimaneutral, aber mit guter Digitalisierung. Ja? Weil das Internet ist ja nicht mehr nur nett, sondern es gibt auch Themen wie Cybercrime und Ähnliches, was man natürlich auch bewältigen muss. Aber ich würde sagen, ich denke, dass die positiven Dinge da überwiegen werden. Mit Captain Kirk auf der Brücke, glaube ich, so hieß er. Wie ist es bei Ihnen, Frau David, der Blick in die Zukunft, in diese Glaskugel, was werden die da in 40, 50, 100 Jahren so erleben und sehen und fühlen? Pragmatische Idealistin. So, ich glaube an das Gute, auch in der Zukunft. Und ich sehe aber trotzdem, wie es ist. Und ich glaube schon, dass das jetzt eine aufregende Zeit ist. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir diese Transformationsfreude ein bisschen entwickeln können gesellschaftlich. Ich habe ja den Medienresilienzansatz entwickelt, den leite ich ja unter anderem aus der Bindungstheorie ab. Und das ist vielleicht da so ein ganz gutes Beispiel, dass man bei Kindern, die gut und sicher gebunden sind, da merkt man das an dem Explorationsverhalten, heißt das. Die Psychologie nennt das Explorationsverhalten, wenn Kinder den sicheren Schoß bei ihren Eltern haben und dann aber ein Kind, das immer auf Nummer sicher geht, würde ja niemals laufen lernen. Ja? Das würde niemals irgendwie schreiben lernen, das würde niemals diese ganzen Lernprozesse, die sind ja immer von hinfallen, ausprobieren, wieder ein bisschen Sicherheit tanken und dann wieder raus. Und dieses gute Explorationsverhalten, was heißt, ich bin neugierig, ich probiere aus, ich lasse mich nicht frustrieren, wenn das Frustrationstoleranz und so, wenn wir das haben könnten. Und es ist aber wichtig, denke ich, dass das auch zusammenhängt mit so einem gewissen Gefühl von Sicherheit. Und das finde ich gesellschaftlich, wenn wir sagen, also Deutschland oder überhaupt, wir müssen uns transformieren, wir müssen besser werden, dass man das nicht als rein wirtschaftliches Thema sieht und auch nicht als rein technisches, sondern dass man sagt, diese, wie immer wir sie definieren, soziale Frage gehört dazu, damit wir alle auch in der Lage sind, dieses freudige Transformationsverhalten zu entwickeln. Herr Otthoff, den Sparkassenblick in die Zukunft, den haben Sie schon riskiert. Wie sieht denn so der persönliche aus, wenn wir da so in die fernere Zukunft schauen? Was werden wir da? Ich bin da so ein bisschen bei Herrn Demari, ne? Also es ist nicht so sehr Raumschiff Enterprise, aber ich träume auch davon, dass dann überall diese Flugtaxis geräuschlos uns von A nach B bringen. Noch besser, wir könnten uns beamen. Das geht, glaube ich, in die Richtung, die Sie auch im Kopf haben. Ich würde mich wahnsinnig gern manchmal einfach für ein paar Stunden an irgendeinen Strand beamen, Akku aufladen, dann wieder zurück ins Büro. Das wäre doch traumhaft schön, wenn das ginge. Aber realistisch betrachtet würde ich mich schon freuen, wenn wir das Thema künstliche Intelligenz, was wir jetzt heute gar nicht so sehr beleuchtet haben, aber wenn wir das auch in Ihrem Sinne, Frau David, gewinnbringend einsetzen könnten, nämlich auch für die Menschen und ohne Angst. Wenn man heute schon sieht, wie man sich mit diesen Systemen, mit den Large Language Models unterhalten kann, dann habe ich schon Fantasie, dass uns das auch hier und da im Fachkräftemangel helfen könnte. Stichwort Pflegeeinrichtungen etc. Einfach Menschen, die Nähe brauchen. Jetzt kann man sich heute nicht vorstellen, dass ein Computer oder so ein künstliches System diese Nähe gibt. Aber wer weiß, wo wir in 5 Jahren stehen. Ich hätte da eine gewisse Fantasie, dass uns das sogar an dieser Stelle helfen kann, auch wenn das heute vielleicht noch ein bisschen unemotional rüberkommt. Herr Dack, auf was für eine veränderte Welt müssen sich unsere Kinder, Enkel in Zukunft einstellen? Ja, auf eine ziemlich irre Welt, glaube ich. Also wenn man so mal bedenkt, was die letzten Jahre erst gerade so alles nach vorne gekommen ist. Entwicklung, künstliche Intelligenz, Robotik, Flug, Drohnen und all das Thema. Also ich muss vielleicht mal einfach erstmal sagen, bin ich unfassbar dankbar, in dieser jetzigen Zeit zu leben, weil es gab, glaube ich,
relativ wenig Epochen, wo man so viel Wissen sich einfach angesaugt hat. Ja, also einfach durch unterschiedliche Kanäle und man so viel lernen konnte. Aber auch dann wiederum muss man sagen, ja, es ist so wie in diesem Film Air Wall-E. Es gab diesen kleinen Zeichentrickfilm Wall-E, wo dann so die ganze Welt vermüllt worden ist, leider Gottes. Und es gibt nur noch so eine kleine Pflanze und da ist so ein wahnsinnig, es sind zwei Roboter, die da eine Rolle spielen. Der eine sammelt dann immer alles auf und der andere, so dieses Apple-like-Roboter Eva, ist dann irgendwie, um diese Pflanze zu holen, ja, und dann fliegt die wieder zurück und dieser Wall-E fliegt hinterher. Und das muss ich aber sagen, da ist eine Szene in diesem Film, was so spannend ist. Da liegen so ganz viele Menschen, die halt in dieser Raumsphäre sind quasi, auf so einer schwebenden Liege mit so einer Brille, ja, wie eine Meta-Quest jetzt momentan, ja, und simulieren eigentlich nur das, was sie gerade machen. Der eine spielt Tennis, der andere ist bei der Familie. Und ich glaube, diese Welt erwartet uns. Es geht so radikal schnell jetzt, ne, die nächsten Jahre, dass einfach sehr vieles sich leider Gottes abschottet. Vieles auch durch mögliche Sachen, die gerade auch akut sind, ja, Krankheiten oder Kriege. Und es macht dir Furcht, macht dir Angst. Das heißt, ich schotte mich immer mehr ab. Ich mache überall bei meinem Zuhause Sicherheitsmechanismen und entfliehe eigentlich durch diese Brille der Realität. Und ich befürchte, dass so leider die Welt aussieht. Muss aber auch nicht so schwarz gemalt werden. Das bringt auch viele Chancen mit sich. Und ich glaube, da wird dann die Herausforderung sein, ein Mittelding zu finden, nämlich diese künstliche Intelligenz und Co. für sich auch gewinnbringend zu nutzen. Und ganz zum Schluss, denn wir sind so gut wie durch, 70 Minuten sind rum, ganz zum Schluss möchte ich Sie bitten, sich folgende Situation vorzustellen. Erstmal haben wir draußen aktuell keine 2 Grad, jetzt auch keine karibischen Temperaturen, so wie Sie es gerade beschrieben haben, keine 2 Grad, sondern sagen wir mal 20 Grad. Es warten Fahrrad-Rikschas draußen auf uns. Vorstellung, Stichwort Klimaneutralität, ist ja klar. Mit wem aus der Runde, Herr Demari, steigen Sie ein und gestalten die Transformation weiter, diskutieren also weiter zum Thema der Zukunft? Können Sie aussuchen. Wer steigt mit ein? Herr Dark hat mich total beeindruckt mit seinem Produkt und es zeigt halt, wie viel tolle Ideen es hier in dem Land gibt und auch, dass man tolle Ideen auch umsetzen kann. Das finde ich toll und ja, ich glaube, es gibt noch viel mehr Ideen hier und hoffe, dass es auch anderen Firmengründern auch gelingen wird, ihre Ideen umzusetzen hier und damit zum Fortschritt beizutragen. Frau David, wer darf bei Ihnen mit einsteigen? Natürlich würde ich gerne mit Ihnen allen, also das wäre jetzt mein Top 1 wäre natürlich eine Rikscha, also wo man mit allen in den Forstbotanischen Garten fahren kann. Aber Herr Dack, tatsächlich jedes Mal, wenn ich zu Hause irgendwie so eine Käseverpackung aufmache und in den diese Käse. Jedes Mal habe ich jeden Tag ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt für so einen Unsinn wie 100 Gramm Käse so viel Plastik sinnlos in den gelben Punkt Müll werfe. Und da, also wenn es da endlich mal ein Umdenken gäbe, da wäre ich auf jeden Fall echt an Bord. Herr Ortolf, die Fahrrad-Rikscha wartet. Wer steigt mit ein? Wäre jetzt langweilig. Herr Dack ist schon weg. Der ist schon Richtung Dom oder Schokoladenmuseum. Aber ja, ich hätte dann versucht, mich der Frau David noch anzuschließen, weil ich den Gedanken spannend finde, den Sie auch kundgetan haben, wie man den technologischen Wandel mit dem menschlichen Blick begleitet, um die Menschen mitzunehmen auf dieser Reise, weil ohne das wird es nicht funktionieren. Da würde ich gerne noch vertieft drüber sprechen. Und Herr Dack, wen laden Sie ein? Ja, zukunftsorientierte Rikscha geben ja auch irgendwie 5 Plätze mittlerweile, ne? Deswegen würde ich total gerne einfach alle mitnehmen. Aber da ich die nächste Fabrik plane, brauche ich das Geld. Das Kapital ist auf meiner rechten Seite. Ortolf mit, ja. Aber natürlich war das ein Fest mit Ihnen allen und einfach diese ruhige Art und dann diese exklusive Art. Ich glaube, das ist eine tolle Mischung. Danke, Herr Dack. Ich darf mich ganz herzlich bei unseren Gästen bedanken. Vielen Dank auch an Sie hier im Kometsaal in Köln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Selbstverständlich auch da zu Hause oder im Büro, wo Sie uns gerade gucken, per Facebook oder YouTube. Bevor es ganz vorbei ist, möchte ich mit einem Zitat des britischen Schauspielers Peter Ustinov schließen. Ich finde, es passt ganz gut zum Thema Wandel, Veränderung und Fortschritt. Er hat mal gesagt, wer nur auf der Stelle tritt, kann auch nur Sauerkraut fabrizieren. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.